Hola, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Vlog geht es nur um meine Reise nach Deutschland, und zwar in 3, 2, 1. Ich bin auf dem Weg nach Deutschland. I am not okay. Oh mein Gott, es ist so viel Deutsch. Und ich habe mir aber gerade auch jetzt mal meinen Impfausweis vergessen, aber okay. Ich hatte alles online. Aber, das ist so viel Deutsch. That make you happy? Ja, oh mein Gott, ich bin jetzt einfach heute nach meiner Schule. Okay, wir gehen zur Toilette. Okay, also wie du jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen hast, es ist Donnerstag. Ich bin gestern zu Hause angekommen und wir waren bei McDonald's und ich war heute Morgen in der Schule. Und jetzt ist mein Zimmer ziemlich unordentlich, weil ich noch nichts ausgepackt habe oder so. Und ich habe da oben so etwas. Da ist halt keine Farbe dran, das ist mein Riss gewesen oder so. Und das werde ich jetzt anstreichen, wenn ich jetzt Farbroller finde. Und deswegen räume ich jetzt gerade irgendwie mein Zimmer um. Ich habe nämlich auch richtig viele Bücher mitgenommen. 14, die ich mir an den Inlandsorgen gekauft habe. Und dann werde ich auch Bücherregale anbringen und so einen ganzen Kram. Ich habe ein bisschen Zeit jetzt. Genau, das mache ich jetzt. This is my stuff. This is what I have to paint. Let's go! Es ist Freitag! Das ist mein Wohnzimmer, by the way. Wir haben uns bei McDonald's geholt, weil. Ja, schon wieder. Beste Nahrung, keine Werbung. Und jetzt schauen wir Bridgerton. Und später fahre ich zum Tanzen. Heute ist Samstag. Ich war gestern noch beim Tanztraining da vorne in diesem Gebäude. Und es war total schön, alle Leute wiederzusehen. Das hat mir total Spaß gemacht. Und jetzt treffe ich mich mit einer Freundin, die ich ohne mal lange kenne. Und wir gehen dann zusammen zum Nagelstudio und lassen die Nägel machen und danach passe ich meine Schwester auf. Ich freue mich einfach so hier zu sein. Aber gleichzeitig, wenn ich daran denke, dass die Zeit in Irland bald vorbei ist, ist es auch voll das komische Gefühl. Und auch so Sachen hier in Deutschland zu sehen, zum Beispiel die Busse. Die Busse sehen für mich jetzt so klein aus und so lang, weil in Irland die ja alle Doppeldecker sind. Es geht halt einfach so, die sind komplett komisch. Oder auch die Türhenkel. Bei mir zu Hause sind die alle viel weiter oben und in Irland sind die viel weiter unten. Das sind einfach Sachen, die man gewohnt ist, die einfach jetzt wieder anders sind. Keine Ahnung. Ich freue mich. Wir waren beim Nagelstudio und wir haben extra gestern angerufen, um einen Termin zu machen. Und unser Termin war einfach nicht da. Und jetzt haben wir uns Gutscheine gegeben, 10 Euro für auffüllen. Aber man muss dann ja vorher so eingehen. Oh mein Gott. Ja, egal. Ich habe jetzt ein neues gefunden. Ich glaube, wir klappern jetzt einfach die Straße ab mit den ganzen Nagelstudios. Ich habe mir Brille gekauft. In Irland kosten die einfach viel mehr, das sind 11 Euro. Das ist mit Wissenschläge. Und bitte. Halte fest. Dankeschön. Wo liegen die? Oh, es funktioniert nicht. Da, Farbenkastell. Oh, die sind schnittig. Ich hab Hände voll. Ja, wie peinlich. Ey. Ich bin auch einfach an der Kasse. Bei Rewe. Wo ich Kuchen jetzt gekauft habe? Nee, geht schon. Okay, danke. Nicht aber essen, ne? Nee, alles gut. Ich muss was essen. Und dann gebe ich so diese 3 Euro und dann nehme ich den Bon und dann wollte ich gehen und dann hält er mir so mein Rückgeld hin und muss mich umdrehen und das Rückgeld noch nehmen und dann bin ich rausgerannt, weil das viel zu peinlich war. Und jetzt nicht mal leben. Sarah, ich hab deine Hand. Oh, deine Hand ist voll. Ja, alles gut. Yay! Wenn ich mir mein Zimmer so angucke, kann ich mir auch denken, ich kann sterben.
Das ist ehrlich richtig schlimm. Das ist schlimmer geworden. Ich weiß nicht genau. Ah ja, da ist meine Schublade. Ich habe meine Schublade rausgenommen. Ja, ich hatte mich Schimmel und so. Muss ich jetzt auch alles staubsaugen, weil ich ja leider nicht da war. Es ist richtig schlimm, es ist richtig schlimm. Aber bevor ich das mache, muss ich einmal ganz kurz sagen. Und zwar, ich bin ja im Ausland, alles gut und schön. Und ich freue mich auch hier zu sein, wieder in Deutschland. Es ist nur eine Sache richtig komisch. Und zwar ist es so, dass man halt da weitermacht, wo man aufgehört hat. Also man hat kein Problem mit seinen Freunden oder so. Es ist einfach so, als wärst du nie da gewesen. Also ne, man ist weiterhin mit denen befreundet, man versteht sich weiterhin gleich mit denen. Und das ist halt diese, das ist eben diese Sache, dass man da weitermacht, wo man aufgehört hat. Und dieses Auslandsjahr dann quasi gar nicht mehr da war. Es gibt diese Zeit, wo ich nicht da war, nicht wirklich. Es ist so, als hätte man sich die ganze Zeit gesehen. Vielleicht kennt man das so. Vielleicht hast du Freunde oder so, die du vielleicht nicht oft siehst, aber es sich dann immer anfühlt, als hättest du die ganze Zeit gesehen. Und so ist das halt jetzt auch. Und dass dieses Auslandsjahr irgendwie nicht im Raum ist. Es ist einfach nur sowieso in meiner Erinnerung, aber es ist nur meine Entwicklung. Von außen, ich komme zurück und es ist alles gleich. Es ist alles wie zuvor und ich gehe in mein altes Leben zurück. Und das ist ziemlich merkwürdig. Nicht, dass ich das schlimm finde, es ist nur etwas, woran man sich wieder gewöhnen muss. Man musste sich ja, also ich musste mich am Anfang daran gewöhnen, in Irland mein neues Leben aufzubauen und so. Aber da war ich halt auch eingestellt, dass ich ein neues Leben mache, neue Freunde finde und so. Und jetzt ist halt, dass ich mich wieder an mein altes Leben gewöhnen muss. Und das ist einfach etwas komisch. Aber ja, mir geht's trotzdem gut. Mir geht's gut. Ja, und das sind die Nägel. Hab ein bisschen länger, aber es war total nice. Und ehrlich, seit ich in Deutschland bin, in Hamburg, es regnet die ganze Zeit. Nicht nonstop, aber ne, stop and go. Jedenfalls muss ich jetzt aufräumen, weil ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt fertig hiermit, beziehungsweise habe ich einfach meine Hosen sortiert und halt aussortiert. Alles, was ich aussortiert habe, ist dann entweder komplett aussortiert, überlege ich oder nähe ich was draus. Zwischendurch gucke ich dann auch ab, ob das dann halt passt oder so. Und ja, jetzt mache ich die hier und ich habe immer noch meinen ganzen Koffer. Es ist viel zu anstrengend, es ist viel zu anstrengend, ich kann nicht mehr, aber ja. Wir ziehen durch! Yay! Sunday. Vlog neigt sich langsam ein Ende zu, weil morgen Deadline ist und ich abgeben muss. Morgen bin ich sowieso in der Schule, deswegen gibt es nicht so viel zu sehen. Aber, ach, das hält nicht. Ich mache jetzt Banana Out Cookies. Ja. Wir machen das zusammen. Es hagelt einfach. Also auf einmal, nicht mal Regen. Hoffentlich. Jetzt geht's zur Oma. Freust du dich? Hattest du einen guten Nap? Ja? Super. Also hier ist so ein kleines Vlog-Update, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mein Vlog sehr durcheinander ist.
Ich war gestern essen und dann... Oh, du hast eine Glasscheibe gefallen. Ja, ich habe gerade meine Schwester abgeholt und heute Morgen war ich in der Schule. Bisschen wieder Unterricht reingehen. Ich muss auch morgen noch mal hin, um über meine Lateinprüfung zu sprechen, weil ich die machen muss, um mein Latinum zu bekommen und das möchte ich gerne haben aus irgendeinem Grund. Und ja, jetzt gehen wir nach Hause mit dem Bus und so. Ne, Elisabeth? Ja. Ja. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Adios, amigos.